Die Sendung heute läuft unter dem Thema Todesstrafe, eines der wichtigsten Anliegen für Amnesty-Aktivisten. Seit Gründung der Mitgliederorganisation wird gegen die Todesstrafe gekämpft. Eine Einführung zu unserem Leitthema heute gibt uns jetzt Anna. Amnesty International setzt sich seit 30 Jahren gegen die Todesstrafe ein. Wir finden, dass Staaten nicht gleichzeitig Menschenrechte achten und die Todesstrafe vollstrecken und verhängen können. Durch Praktizieren der Todesstrafe schwingt sich der Staat zum Richter über Leben und Tod auf, was nicht mehr mit Gerechtigkeit, sondern lediglich mit Rache und Vergeltung zu tun hat. Irren ist menschlich, die Todesstrafe nicht. Sie ist ein unmenschlicher Irrtum, unwürdig einer zivilen Gesellschaft. Die Todesstrafe verstößt gegen Artikel 3 und 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, gegen das Recht auf Leben und gegen das Recht, keiner grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe unterworfen zu werden. Befürworterinnen und Befürworter der Todesstrafe argumentieren mit dem Abschreckungseffekt. Außerdem gibt es nach dem allgemeinen Gerechtigkeitsempfinden ein Verlangen nach Vergeltung und manche meinen, dass der Staat nur mit dem Recht über menschliches Leben zu bestimmen Sicherheit gewährleisten kann. Diese Thesen sind allerdings von der Praxis längst überholt worden und außerdem fehlt der wissenschaftliche Beweis, insbesondere für den Abschreckungseffekt. Bei jeder Hinrichtung besteht das Risiko, einen Unschuldigen zu töten, und außerdem kommt es oft zu politischem Missbrauch, gepaart mit Willkür und Diskriminierung. Der Stand 2015 zeigt, dass 103 Todesstaaten die Todesstrafe vollständig abgeschafft haben. In 6 Staaten ist sie nur noch für außergewöhnliche Straftaten, wie beispielsweise Kriegsverbrechen, vorgesehen. Und in 31 Staaten steht die Todesstrafe zwar noch im Gesetz, wird aber nicht mehr praktiziert. Somit wenden also insgesamt 140 Staaten die Todesstrafe nicht mehr an. Das sind 2/3 aller Staaten. Jedoch lebt nur 1/3 der Weltbevölkerung in Staaten, die nicht hinrichten. In Europa ist Belarus das einzige Land, das die Todesstrafe anwendet. Im Jahr 2015 wurden mindestens 1.634 Gefangene in 25 Staaten exekutiert. Allerdings sind in dieser Zahl nicht die Hinrichtungen in der Volksrepublik China enthalten. Es wird angenommen, dass dort im vergangenen Jahr mehrere tausend Menschen hingerichtet worden sind. Allerdings behandelt China die Todesstrafe als Staatsgeheimnis, weshalb genaue Zahlen nicht zu ermitteln sind. Somit führt China die Liste mit den meisten Hinrichtungen pro Jahr an, gefolgt von dem Iran, Pakistan, Saudi-Arabien und den USA. Genaue Zahlen zu den jeweiligen Ländern finden Sie auf amnesty-todesstrafe.de. Die momentan noch praktizierten Hinrichtungsmethoden sind Enthaupten, Erhängen, eine Giftinjektion sowie Erschießen. Leider kommt es auch immer wieder vor, dass Todesurteile gegen zur Tatzeit Minderjährige verhängt werden, was internationale Menschenrechtsverträge verbieten. 2015 wurden in Bangladesch, Iran, Malediven und Pakistan Minderjährige zur Todesstrafe verurteilt. Amnesty International hat außerdem von Hinrichtungen geistig behinderter und psychisch kranker Menschen erfahren und immer wieder werden Fälle von der Hinrichtung Unschuldiger aufgedeckt. Was tut nun also Amnesty International gegen die Todesstrafe? Wir rufen alle Regierungen, die die Todesstrafe noch per Gesetz vorgesehen oder in der Praxis anwenden, auf, alle Hinrichtungen sofort und auf Dauer zu stoppen, alle noch anhängigen Todesurteile in Haftstrafen umzuwandeln und die Todesstrafe aus allen Rechtsordnungen zu streichen. Die Organisation appelliert außerdem an alle Staaten, die noch an der Todesstrafe festhalten, aussagekräftige statistische Angaben über die Zahl der verhängten und vollstreckten Todesurteile zu veröffentlichen. Des Weiteren bemühen wir uns, in jedem bekannt werdenden Einzelfall ein Todesurteil oder eine Hinrichtung zu verhindern, unabhängig davon, ob die Person Gewalt angewendet hat oder befürwortet. Auch in unserer Freiburger Hochschulgruppe gibt es eine Antitodesstrafengruppe, die immer wieder Protestaktionen wie beispielsweise Mahnwachen plant und umsetzt. Gemeinsam erhoffen wir uns, weitere Fortschritte im Kampf gegen die Todesstrafe zu erzielen.